Am 24. November war es endlich soweit für die Kinder der Kita Brummkreisel aus Wismar. Sie durften den Weihnachtsbaum im Kundencenter der Stadtwerke Wismar mit ihrem eigens hergestellten Schmuck verzieren. In den vergangenen Wochen hatten sie in der Kindertagesstätte fleißig daran gebastelt. Die Kita bastelt dann den Weihnachtsschmuck und wir übergeben dann auch kleine Präsente an die Kinder als Dankeschön, die gebastelt haben. Und gleichermaßen bekommt der Kindergarten dann auch einen Scheck in Höhe von 200 € für die Anschaffung von weiteren Spielsachen für den Kindergarten und für die Kinder. Das Weihnachtsbaumschmücken bei den Stadtwerken Wismar fand schon zum 11. Mal statt. Es ist eine feste Tradition geworden. Jedes Jahr hat ein neuer Kindergarten das Vergnügen. Ja, wir engagieren uns seit Bestehen der Stadtwerke für eine aktive, lebenswerte Stadt und wollen natürlich auch mit den kleinsten Energiebündeln unserer Stadt zusammenarbeiten und deshalb die Zusammenarbeit einmal im Jahr. Die kleine und gemütliche Kita Brummkreisel beherbergt insgesamt 57 Kinder. Zwei von ihnen kamen kürzlich aus der Ukraine nach Deutschland und einer von ihnen ist heute dabei. Der junge David. Noch spricht er kein Deutsch, aber das muss er heute auch gar nicht, denn die weihnachtliche Beschaulichkeit wirkt wortlos. Und falls doch, hilft ihm seine russischstämmige Erzieherin beim Übersetzen. Hat gesagt, das ist die Beste, war natürlich, dass wir zusammen geschmuckt haben, dass wir diese kleine Weihnachtsbälle zusammengebastelt haben. Ausflüge wie dieser sind in der Weihnachtszeit keine Seltenheit. Der Winter birgt ja jede Menge Vorzüge, vor allem in den Augen der Kinder. Die Pressemitteilung ist hier. Den Tannenbaum zu schmücken. Die Schneemänner, die wir bauen können. Dass wir Geschenke bekommen und ich mal den Weihnachtsmann immer was. Manchmal, vor allem wenn wie heute die Pflicht ruft, gehen die Kinder auch im Winter auf eine Exkursion. In diesem Fall zur großen Freude der Stadtwerke Wismar. Denn der liebevoll geschmückte Weihnachtsbaum begleitet nun die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch den Winter.